Moin und willkommen zu einer weiteren Runde Moonbreaker. Wir werden dieses Mal den Bosslauf weitermachen. Und steigen, denke ich mal, diesmal auch direkt ein. Hier unten nochmal zu sehen, wir haben den ersten Boss geknackt in der letzten Runde. Und wir gehen jetzt einfach direkt weiter in den zweiten. Beziehungsweise hier oben noch zu sehen, wir haben ja das den leuchtenden Armreif eingesammelt gehabt, als Artefakt. Das hat meinem Kommandanten die Fähigkeit verliehen, quasi seine Fähigkeiten und seine Bewegungen zu erneuern. Was ziemlich mächtig ist, weil es ist im Grunde nahezu ein zweiter Zug. Ja, das ist ja... kann nur von Vorteil sein und es kostet gerade mal, man sieht es ganz unten, Refresh Abilities, Fähigkeiten erneuern. Es kostet gerade mal 1. Auch hier wieder schade, das Spiel ist in der 1.0 Version rausgekommen. Refresh Abilities, Fähigkeiten erneuern. Es ist eigentlich alles auf Deutsch übersetzt. Und hier haben wir Englisch-Deutsch. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Egal. Gehen wir rein in den nächsten. Ich bin ein wenig verwirrt. Es sieht so aus, als wenn man die Einheiten, die man im Spiel verliert, dass man die auch komplett verliert, oder? Ich habe im letzten Spiel, also man startet ja immer mit einem Kader von 6 Einheiten. Hier sind schon mal nur 5. Und ich hatte im letzten Spiel noch eine weitere hinzugefügt. Die ist auch nicht mehr da. Beziehungsweise weiß ich gar nicht mehr, wer es war. Ob es die hier war, ich glaube nicht. Das heißt, die gestorben sind, verliert man auch komplett. Interessant. Okay, das macht es aber jetzt nicht schlechter. Wir haben hier einen neuen Bereich hinzubekommen, das ist Relikte. Wir haben eben ein Relikt im letzten Spiel gefunden. Wir kriegen jetzt nochmal eins gratis drauf zu, wenn wir es denn haben möchten. Okay, ich wüsste jetzt nicht, warum nicht. Und wir haben hier oben 2 weitere Schiffsunterstützungen. Die kenne ich tatsächlich schon. Nehmen wir nur die Heilung. Ja, und die Fernkämpfer nehme ich einfach mal beide. Let's go. Your turn. Ja, was haben wir hier? Alles Gesundheitsregeneration. Was wir im letzten Spiel tatsächlich nicht hatten, ist, dass man da Charaktere auf dem Schlachtfeld finden konnte. Wenn das der Fall ist, ist es so eine Kapsel, die dann quasi auch runterkommt und wenn man da dran läuft, dann bekommt man auch sofort diese Einheit aufs Spielfeld und in seinen Kader. Sollte man also mitnehmen. Sturmbringer, Elektrosturm. Macht ja quasi ähnliches wie ich. Finde ich aber tatsächlich fast besser. Kann Nahkampf angreifen. Macht immer den Elektrosturm. Einen Fernkampf angreifen, muss aber meinen Elektroangriff quasi nochmal zusätzlich bezahlen. Okay. Oh,
Die Lebenspunkte sind auch bei 24 gewesen. Giant plots repeat. Interessant. Also ich müsste mich eigentlich irgendwo in Deckung bewegen. Gibt es aber nicht wirklich. Also gehen wir dahin. Der hat auch nur noch 3 Lebenspunkte. Interessant. Assist is recharging. Opponent's turn. Do what you must. Your turn. Reichweite. Wie hoch ist denn die Reichweite davon? They look to her. Elated, she collects her Tarsi. Werden, weil ich zu 50, über 50% hier hängen bleibe. Aber ich kann mich eh nicht bewegen. Und ich brauche... Nee, komm. Das... Dauerhaft... Max Gesundheit. Ich stelle Gesundheit wieder her. Was hatte ich hier jetzt eingesammelt? Lass mich schauen. Und jetzt bewegt er sich wieder rein. Opponent's turn. Nein. Your turn. An incredible boon. Eyes open, tails behaving. Die Genauigkeit erhöht deswegen. Aber die Trefferwahrscheinlichkeit ist deutlich besser. So, jetzt möchte ich eigentlich da ran, an diese Kiste, aber... Ah, ich weiß nicht. Wer nachher seinen Kettenblitz startet. Her paint is fresh. She feels charged. Geht das da durch? Schnellfeuer. Ich will sie zweimal angreifen. Machen wir einfach mal. Set. Oh, einmal getroffen, einmal nicht. Opponent's turn.
Hat rein theoretisch auch drei Einheiten, aber schickt sie nicht raus. Jetzt. Waffenkontrolle übernimmt die Einheit. Wie scheiße. Her wings shiver. Rise sings in her torso. No valid targets. Wir sammeln erstmal das Teil hier ein. Genauigkeit. Ja, das macht sich bemerkbar. Sehr schön. Wieder nur ihn. Jetzt wird's wahrscheinlich böse da oben. Schaden bekommen. So, weil mein Schuss jetzt da hoch ging. Is out of range. So weit weg. Ach, das macht doch keinen Sinn mehr. Impatient babes whine. Target isn't valid for ability. Wire sizzle. So. Lesen sollen. Chained heart obeys. Wild clouds hit. Opponent's turn.
Surge ahead. Ja, ist der leider weg, Dead Eye. Drumherum. Halt der sich dann jetzt gleich oder was? Needest den Pop? Don't waste it! Opponent's turn. Geht er drauf. Er geht wahrscheinlich eh drauf. The rival captain's health is at 50%. Beep, beep. That's the good stuff. Stay on your toes. Ich hätte gerne was von machen müssen. Nicht getroffen. Oh, da ist ja noch einer. Opponent's turn.
weil er wird jetzt sterben. Surge ahead. Your turn. Feeling fine. Tired plots repeat. Be nice to your chums. So, wer bist du? Keine Ahnung. Of course it's safe to drink. Right now. Leider nicht ganz gereicht, ne? Warum auch immer das da unten Schaden gegeben hat. Ja gut, das war Runde 2. Runde 3 beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen.